Das Thema, wie es auf der Folie steht, Microsoft Link im Netzwerk, mit ein paar komischen Begriffen drunter, wo ich jetzt mal schon mal neugierig bin. Wer fragt sich, was das heißt? Für wen ist es komplett unbekannt? Dann hoffe ich, dass ich noch ein paar ganz neue Sachen sagen kann. Eine ganze kurze Info zu mir. Mein Name ist Frank Karius, die Webseite MSX-FAQ kennen Sie vielleicht. Ich beschäftige mich Tag und Nacht, auch zum Leidwesen meiner Familie manchmal nach Mitternacht, um das Thema Link Exchange. Sie sehen ja, wann die Postings kommen. Ich arbeite für die Firma Network in Paderborn. Damit soll genug der Werbung sein. VoIP. Wie heute Morgen schon bei einem Vortrag, kurz nach 9, wo noch nicht alle wach waren, hoffe ich jetzt, dass in mir nicht alle in Suppenkoma verfallen und dass ich sie da ein bisschen raushole, vielleicht mit der einen oder anderen Lacheinlage. Mein Thema heute ist das Thema VoIP in Netzwerken, weil ich bei meinen täglichen Projekten eigentlich immer wieder feststelle, dass die wenigsten Admin genau wissen, was Lync oder auch jede andere VoIP-Applikation in ihrem Hausnetz eigentlich anstellt und welche Anforderungen sie da haben. Und das sind nicht immer bloß die technischen Geschichten. Also Sie werden merken, dass ich ab und zu zwischen Bereichen schwanke, sodass also beide Personenkreise hier was davon haben. Die eine, die am liebsten mit mir mit Netmon den Voice-Paketen hinterher stiefeln würden, und die anderen, die sich gerade überlegen, mit wem sie den Voice dann eigentlich einführen. Ich fange mal erstmal mit einer Level 200-Folie an, wo Sie sich quasi sehen. Hier sind zwei, ja, Rindviecher aufgezeigt, sage ich mal. Und das ist die Situation, die ich bei Lync-Projekten häufig erlebe, dass man zu einer Firma kommt und bei einer Firma mit Mitbewerbern zu tun hat. Es gibt IT-Systemhäuser. Ich gehe davon aus, dass die meisten davon dazu sich zählen, die also schon sehr lange Erfahrungen haben mit Thematiken wie Active Directory, wie LDAP, wie DNS, die sich mit IP-Routing auskennen, die sich mit Windows-Servern auskennen, für die Zertifikate vielleicht nicht ganz Neuland ist, so ein bisschen man damit schon zu tun hat, die den einen oder anderen SQL-Report schon gemacht haben. Das sind die Leute, die auch von Microsoft gerne umworben werden, zu sagen, ihr könnt doch jetzt auch Link machen. Was aber VoIP ist. Auf der anderen Seite gibt es die klassischen TK-Systemhäuser, die also schon immer TK-Anlagen machen. Und VoIP ist ja nicht die Erfindung von Microsoft. Also auch eine Siemens und eine Cisco und eine Avaya und eine Astor, eine Alcatel und eine Ericsson und wie sie alle heißen oder vielleicht demnächst heißen oder eben nicht mehr heißen, die können das auch schon. Und die haben natürlich auch ihre Support-Infrastrukturen, ihre Personen, die das tun. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die ich gesehen habe, die VoIP heute schon einsetzen in einem eigenen LAN. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Man kommt manchmal zu Kunden, das sind im Netzwerkraum zwei Switche. Der eine ist fürs Netz und der andere ist fürs VoIP. Und da gibt es ganz wenig Anknüpfungspunkte bislang. Davon muss man sich in Zukunft lösen, weil der primäre Lync-Client ist auf dem PC. Also werde ich zwangsläufig über meine Netzwerkkarte im PC Sprache und Daten haben. Aber die TK-Systemhäuser haben auch sehr viele Kenntnisse, die den meisten IT-Systemhäusern noch abgehen. Ich kann es von meiner Seite gut sagen, ich bin alte Nixdorfer, also 8818, ISDN, es gab auch noch was vor Euro ISDN, die 1TR6 hieß das, ist für alles nichts ganz unbekannt. Man darf da also nicht zu so überheblich sein, dass man als IT-Systemhaus sagt, ach, das bisschen Voice machen wir noch mit. Spätestens, wenn Sie mit dem Gateway am ISDN-Anschluss sind und über Begriffe wie NPI und Ton reden müssen, dann sagen Sie, ich muss da halt noch mal ein bisschen nachgucken, was es da gibt. Entsprechend haben wir auch Schwächen und die sollte man sich bewusst sein, auch wenn man ein IT-Systemhaus ist. Telefone. Es gibt ganz viele Anwendungsfälle, die uns IT-Lern quasi gar nicht bekannt sind. Chefsekretariat und so Geschichten. Die Anschlusstechniken. Was ist ein Nummernplan? Welche Nummern gibt es? Wie macht man das mit den Nachwahlen? Und wenn Sie sich in die Richtung TK-Systemhaus orientieren, da erlebe ich es häufig, wenn man eine TK-Anlage hat und sagt, ich möchte einen SIP-Vertrag mit Lync einrichten und mache das gerne per TLS-Verschlüsselung, dann kann es schon mal 3, 4 Tage dauern, bis man Zertifikat auf so eine Avaya-Anlage draufkriegt, weil man erst den richtigen Ansprechpartner finden muss. Also das sind durchaus Projektverzögerungen. Wenn Sie die beiden sehen, dann gibt es noch einen menschlichen Faktor. Der menschliche Faktor heißt nämlich, hallo, VoIP ist eine Gefahr. Das ist nicht meine Tochter, keine Sorge, so schlimm kann die nicht gucken, die spuckt ein bisschen schlimmer. Aber die Vorbehalte sind im Prinzip auch von der Software da. Wenn Sie einen gestandenen TK-Admin haben, der sagt, eine Firma will Lync einführen. Dann heißt es im ersten Moment, mein gutes Wissen über meine TK-Anlage wird von heute auf morgen nichts mehr wert. Das heißt, so ein Strukturwechsel, so ein Produktwechsel ist auch immer ein Generationenwechsel ein Stück weit. Dann gibt es die Konflikte hat man, je größer eine Firma wird. Macht Lync nun die TK-Abteilung weiter, was ja Telefonie ist, oder macht die IT-Abteilung? Meine persönliche Überzeugung ist, wir werden in Zukunft einfach diese Trennung nicht mehr haben.
Nichtsdestotrotz dauert es bei einigen Firmen immer noch eine gewisse Zeit, bis das da reinkommt. Entsprechend die kurze Übersicht. Bei Lync gibt es die Funktion Präsenz, die ist sehr umfangreich. Bei TK-Anlagen ist man manchmal froh, wenn man eine Belegtlampe hat. Instant Messaging ist bei Lync auch sehr umfangreich. Ich sage mal, auf einem Telefon mit der 10er-Tastatur können Sie nicht wirklich große Kurzmitteilungen schicken. Ich kriege zwar ab und zu eine SMS auf meinem ISDN-Telefon, aber richtig Spaß macht mir das natürlich nicht. Aber die TK-Anlagen entwickeln sich weiter. Wenn Sie sehen, was heute so ein Soft-Client macht, den es also auch von Siemens gibt und auch von Cisco gibt, die sind schon sehr leistungsfähig geworden. Also darf man sich nicht täuschen, dass Lync da so genial wäre. Man bewegt sich in einem großen Teich mit verschiedenen Haifischen. Kommen wir zur Technik. Was ist eigentlich SIP und RTP? Ich gehe davon aus, vorhin hat nur ein oder zwei die Hände gehoben, die meisten von Ihnen nutzen Link, also müssten Sie eigentlich wissen, was SIP ist. Deshalb mache ich das ein bisschen kürzer jetzt. SIP, Session Initiation Protocol, behandelt die Signalisierung und die Anmeldung. In dem Beispiel habe ich jetzt links einen PC und rechts einen PC, jeweils eine IP-Adresse, in der Mitte einen sogenannten Registrar. Ein Lync-Server ist ein Registrar. Eine Asterisk ist auch ein Registrar. Auch eine HighCom ist ein Registrar. Und zwar läuft es darüber, dass der Benutzer, wundern Sie sich jetzt nicht, dass das Ding Alice heißt, die heißen immer so in der TK-Branche, muss man als IT-Mensch auch erstmal lernen. Der PC meldet sich an diesem Registrar an und der Registrar führt eine Liste, welcher Benutzer ist an welchem Client hinterlegt. Das gleiche macht Bob. Wenn also jetzt Alice an Bob eine Information schickt, also sagt, ich möchte die anrufen, ich möchte eine Kurzmitteilung schicken, dann geht das in der Regel immer über diesen Registrar. Das ist die einfache Variante. Soweit noch klar. Das ist TCP oder TLS, verschlüsselt, erstmal kein Hexenwerk. Auch noch alle bei mir. So sieht die Sache ein bisschen komplexer aus, wenn jemand anders anruft, der nicht erreichbar ist. Wobei es nicht reicht, kann man die Sache noch viel größer machen. So sieht es aus, wenn jemand auf eine Voicemail umgeleitet wird. Man sieht aber schon, SIP ist sehr gesprächig. Also nicht bloß, wenn Sie eine Kurzmitteilung machen oder eine E-Mail machen, einer antwortet dem anderen, sondern es ist untereinander sehr gesprächig. Das ist aber nur Signalisierung, Steuerung. Es ist nicht Audio-Video. Audio-Video läuft nicht in der Regel über den Frontend-Server in dem Beispiel oder den Exchange-Server, sondern Audio-Video geht dran vorbei. Und da komme ich gleich im technischen Detail drauf. Ich hoffe, ich verliere Sie da nicht. Das heißt, RTP, Real-Time-Protokoll, das ist der Stack, der die Audiodaten überträgt. Und zwar idealerweise von den beiden Endpunkten direkt miteinander. Das heißt, Lync in der Firma ist ein geniales Peer-to-Peer-Netz aller Endgeräte miteinander. Also lösen Sie sich von den Gedanken, die Sie heute bei einer Telefonanlage haben, dass die Endgeräte über eine Leitung zu einer zentralen Stelle vermittelt werden und dort über ein Switchboard die Daten ausgetauscht werden. Wenn zwei Anwender in einer VoIP-Technik miteinander Audio übertragen, dann ist das eine direkte Verbindung zwischen den beiden Clients, wenn denn möglich. Jetzt gibt es natürlich die Firmen, die sagen, ja, Niederlassung 1 und Niederlassung 2 können nicht per IP direkt miteinander reden. Da gibt es keinen Leitweg, da gibt es Firewalls dazwischen. Dann muss man sich über Umsetzungstechnologien Gedanken machen. Das, was Sie hier mit SIP sehen, ein User links, ein User rechts, in der Mitte ein Server, ist natürlich ein stark vereinfachtes Protokoll. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, wie sowas anders aussehen kann. Und das Beispiel ist, wenn ich mit meinem PC von hier zum Beispiel eine Kurzmitteilung mit meiner Frau austausche, die bei einer anderen Firma sitzt, dann läuft diese Kurzmitteilung diese Station durch. Also links Alice bin ich, davon gehen wir jetzt mal einfach mal aus. Und wenn ich jetzt mal den Stift hier nehme und zeige Ihnen das an, dann sehen Sie hier den Leitweg. Ich nehme mal vielleicht besser den Laserpointer. Den liest man von unten nach oben. Also hier sehen Sie, der erste Hop heißt sip.network.de. Das heißt, mein Client spricht mit dem Lync-Server, sip.network.de. Das ist ein Edge-Server, das ist der erste Proxy. Der macht nichts, außer die Pakete weiterzureichen an das interne System. Damit sehen Sie über den Weg, wie mein Lync-Server bei Network heißt, NRW-Lync-001. Der sagt, danke für das Paket, aber der Empfänger ist nicht intern, der muss ja raus zu einer anderen Firma. Also schickt das über den nächsten Server, der natürlich der gleiche ist, nur von innen anders heißt, wieder nach draußen. Dieser Server macht eine DNS-Abfrage und findet dann quasi den Server bei Bertelsmann. Spätestens jetzt wissen wir, wo meine Frau arbeitet, manchmal. Und jetzt wissen wir auch, wie der Server hier heißt. Diese Informationen können Sie nicht verschleiern. Vergleichen Sie das genau wie mit dem SMTP-Header. Wenn Sie Mails übertragen und Sie schauen mal in die Option, in den Kopfzeilen von der Mail rein, sehen Sie in der Regel auch den Laufweg, den die gelaufen ist. Hier ist der Laufweg aber noch aus einem anderen Grund wichtig, weil im Gegensatz zu einer E-Mail, die ja quasi unidirektional ist, Store and Forward,
liefert dieser Laufweg auch die Info, über welchen Pfad die Antwort zurück muss. Das heißt, das Rückpaket nutzt auch den gleichen Weg. Und im Prinzip sehe ich jetzt hier, wie der interne Server dort heißt. Das hier ist ein Trace, den Sie auf dem Arbeitsplatz vom Lync-Client als Benutzer per Default sehen können, wenn Sie wissen, wo es liegt. Für die, die es interessiert, C, Users, Username, AppData, Local, Microsoft, Office 15, Lync, Tracing. Irgendwann legt man sich einen Hotkey dafür hin, weil da guckt man regelmäßig mal rein. Das ist im Prinzip SIP über mehrere Stationen. Jetzt haben Sie gelernt, dass es also neben dem Registrar eben auch diese Proxies gibt, die die Pakete einfach weiterleiten. Zwischenstationen, quasi Store and Forward wie Relays. Der Registrar ist quasi Ihr Mail-Server und die Proxies sind Ihre SMTP-Relays, die Sie irgendwo in der Gegend stehen haben. Aber das Ganze passiert nicht wie bei Mail im Minutentakt, sondern innerhalb von Sekunden. Das heißt, wir sprechen hier über Realtime-Kommunikation. Das heißt, der Weg von hier zu meiner Frau und zurück dauert in der Regel weniger als eine zehnte Sekunde. Das ist eine ganz andere Welt. Mich hat auf der Zimmerlingen mal jemand gefragt, Frank, warum machst du nicht mehr in Exchange? Da hast du dich doch schon 10 Jahre mit beschäftigt. Damals habe ich gesagt, naja, ich habe noch 15 Jahre bis zur Rente, da muss alles ein bisschen schneller gehen. Da kann ich nicht mehr auf Mails warten, also muss ich die ganze Sache per SIP machen. Wenn das da alles drinsteht, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, wie ist das denn mit der Sicherheit? Ist das denn jetzt ein Problem, wenn ich den Lync-Server von Bertelsmann kenne? Übrigens, das kann ich mit jedem machen. Also ich kann dir genauso ein Invite zu Microsoft schicken oder zu BSF oder zu wem auch immer. Solange die Firmen Federation haben, gehen die Pakete dorthin und der dortige Server sagt mir irgendwann, sieht mir, den Benutzer gibt es nicht. Aber auch das Paket kommt komplett mit dem Header zurück. Also Geheimniskrämerei gibt es da nicht wirklich. Also müssen wir uns Gedanken machen. Die SIP-Signalisierung kann man über UDP übertragen, man kann sie über TCP übertragen, Lync überträgt sie per Default per TLS. Hier sind wir wieder bei den Zertifikaten, also eine interne PKI ist da hilfreich, wenn man nicht überall welche verkaufen möchte. Damit werden die Daten per Default verschlüsselt. Das ist in klassischen TK-Anlagen nicht der Regelfall. Ich habe es vorhin schon gesagt, manchmal dauert es wirklich ein paar Tage, bis man vom TK-Admin ein Zertifikat drauf macht. TLS ist aber wichtig. Zum einen sehe ich da drin, wer mit wem telefoniert, also man könnte das abhorchen. Aber über diesen SIP-Kanal wird auch ausgetauscht, wie Audio und Video übertragen wird. Und wenn ich die Verbindung zwischen zwei Endpunkten per Audio-Video verschlüsselt machen möchte, also nicht einfach die Sprache unverschlüsselt übertragen, sondern wirklich verschlüsselt übertragen, dann muss ich Schlüssel austauschen und das sind einmal Schlüssel, die genau in diesem SIP-Paket drin sind. Zeige Ihnen gleich, wie die aussehen. Wenn ich also die Signalisierung schon nicht verschlüssel, dann brauche ich mich keine Gedanken machen über Sprachverschlüsselung. Die ist aber zum Beispiel wichtig ab dem Moment, wo Sie sagen, ich habe einen Teilnehmer draußen im Internet. Dann möchte ich sowas natürlich haben. Gut, dann kommen wir mal zu dem Punkt, wie finden sich denn die beiden Clients? Also angenommen, zwei Anwender sitzen im Netz und möchten miteinander eine Audioverbindung machen. Die einfachste Geschichte ist natürlich folgende. Beide sind im gleichen internen Netz. Jeder Client öffnet bei sich dynamischen Port. Also wenn ich hier rausrufen möchte, dann öffnet mein Soft-Client bei mir einen Port und den überträgt er mit diesem SIP-Paket zur Gegenseite und sagt dazu, du kannst mich erreichen, wenn du mir Audiodaten auf diesen Port schickst, dann spiele ich die am Headset ab. Das gleiche macht die Gegenseite, die sieht die Einladung von mir, sammelt auch ihren Port zusammen, schickt es zu mir, wunderbar. Das funktioniert aber nur, solange es eine direkte, geroutete Verbindung gibt mit den entsprechenden offenen Ports. Wenn man nichts macht, sind diese Ports wunderbar dynamisch, sprich offen any für any. Spätestens da haben Sie vielleicht die einen oder anderen Vorbehalte in verschiedenen Firmen. Was passiert aber, wenn dazwischen jetzt eine Adressumsetzung passiert? Bestes Beispiel, ich sitze zu Hause an meinem privaten Anschluss hinter einer Fritzbox mit Network Address Translation. Dann ist es schön, wenn ich meine 192.168.178. Punkt irgendwas der Gegenseite mitteile, die kann damit aber gänzlich wenig anfangen. Also muss ich mir einen Trick überlegen. Kleiner Ausflug zu NAT, das ist nämlich an der Stelle ganz wichtig. Network Address Translation heißt, einem internen Client wird eine offizielle IP mit dem offiziellen Port temporär zugewiesen. In dem Beispiel Alice schickt von innen, also mit der IP-Adresse 1 und dem Alice-Port 1.1.1, ein Paket auf Bob, der warum auch immer eine öffentliche IP hat, unwahrscheinlich, aber für das Beispiel lasse ich das mal. Und der NAT-Router, der hier in der Mitte dargestellt ist, der ordnet quasi dem Port von Alice einen öffentlichen Port zu. Für Sie heißt es,
Wenn Bob jetzt ein Paket auf die IP2 Port 22.222 schickt, dann wird der NAT-Router dieses Paket zu Alice weiterleiten. Spätestens jetzt wissen Sie, NAT ist nicht eine Firewall, sondern Traversal-Technologie. Aber Bob muss natürlich wissen, dass dort der Port ist. Und viel besser noch, Alice muss natürlich wissen, was ihr Port ist, den sie Bob mitteilen kann. Weil es nicht ganz so einfach ist, muss man sagen, wenn Alice jetzt weiß, irgendwie, wie der offizielle Port außerhalb der DSL-Box heißt, über die sie erreichbar ist, wer kann an diesen Port was schicken? Und das ist eine Geschichte, die die meisten Leute nicht wissen. Es gibt nämlich drei verschiedene NAT-Techniken. Den einen bezeichnet man als Full Cone. Das heißt, wenn ich eine Verbindung nach außen öffne, kann mir jeder aus dem Internet auf diesen Port was schicken. Das kommt bei mir an. Sonst könnten ja Programme wie Emule nicht funktionieren. Das ist genau der Peer-to-Peer-Gedanke. Das heißt, mein Programm macht eine Verbindung nach außen auf, bekommt einen Port, er hat einen Helfer im Internet, auf den komme ich gleich, der ihm sagt, hör zu, das war dein Port, und den verpetzt er an die anderen und schon können die miteinander kommunizieren. Es gibt ein Address-Restricted NAT, dort sage ich, es ist nicht Any-Any, sondern die Remote-IP muss es sein, aber der Remote-Port kann dynamisch sein. Das ist durchaus interessant, wenn Sie sagen, die Remote-Seite sitzt ihrerseits hinter NAT, also über eine UMTS-Leitung oder sonst was. Das heißt, wenn ich eine Verbindung zu jemandem aufmache, der draußen sitzt, heißt es, alle anderen hinter der gleichen IP, die sich dort verstecken, also Firmenanschluss, können auch mich befüllen mit Daten oder angreifen mit Daten oder belästigen, wie auch immer Sie sehen. Also ganz wichtig, NAT ist quasi wirklich kein Schutz, sondern im Prinzip nur eine Technik, zwischen Adressen umzugehen. Aber das Wichtige ist, mit diesem Trick kann man sagen, eine VoIP-Software versucht ja, den möglichst kürzesten Weg zu machen. Ich meine, wenn Sie jetzt Office 365 haben und sagen, meine Firma wäre in den USA und beide sitzen hier in Deutschland, dann wäre es doch sowas von ungünstig, wenn die Sprache erst über den Teich und wieder zurück müsste. Also versucht man, einen direkten, kurzen Weg zu machen. Und das ist die Sache, die man hiermit anstellt. Ich gehe mal hier mal schnell drüber. Im Netzwerk sieht es dann entsprechend so aus. Der Client geht raus und er braucht als Helfer diesen sogenannten Stundenserver. Wer hat einen Stundenserver von Ihnen? Einer. Wer hat einen Lync-Edge-Server? Sie haben einen Stundenserver. Genau das ist das nämlich. Das heißt, in so einer Umgebung, wer Alice im internen Firmennetzwerk ist, also links ist intern, und NAT wäre zum Beispiel Ihre Firewall, wenn Sie NAT zulassen, dann geht Alice von innen auf die externe IP. Wer von Ihnen ist Firewall-Administrator? Wer hat sich nicht schon gewundert, warum geht ein interner Client auf eine öffentliche IP von einem Server, den er auch intern erreichen könnte? Genau aus dem Grund. Das heißt, wenn die Firewall jetzt sagt, da ist ein privater PC, der geht durch NAT raus, um von draußen den Server zu erreichen, ist das keine Fehlkonfiguration, sondern das ist by default. Und das ist auch keine Erfindung von Lync. Das machen also andere VoIP-Produkte auch so. Das ist die Technik Stun. Das heißt, Session Traversal using NAT. Über den Weg, der Stun-Server, der verpetzt Alice quasi, hör zu, hinter der NAT-Adresse so und so, bist du ab jetzt von draußen erreichbar oder auch nicht, je nachdem. Das heißt, Alice kennt ihre Adresse und einen gültigen Port und den kann sie jetzt Bob verraten, damit Bob über den Weg mit ihr direkt kommunizieren kann, obwohl sie hinterm NAT-Router steht. Auch hier wieder dran denken, wir haben nur 65.535 Ports pro IP-Adresse. Also wir könnten dort ein Skalierungsthema kriegen. Also wenn Sie sehr viele Clients intern haben, die sehr viele Funktionen da nutzen. Aber das heißt, der interne Client versucht, die externe IP Ihres eigenen Edge-Servers zu erreichen. Wenn ich aber jetzt sage, hey, schöner, netter Versuch, aber NAT geht ja sowieso nicht. Von innen nach draußen, bitteschön über HTTP-Proxys und sonst was, aber wir machen kein NAT, weil Sie wissen ja um den möglichen Rückkanal, der sich Ihrer Kontrolle komplett entzieht. Deshalb gibt es eine zweite Funktion, die heißt Turn. Wer hat einen Turn-Server? Jetzt geht's aber, ich habe gedacht, Sie passen auf hier. Ein Edge-Server ist ein Turn-Server. Was macht er denn sonst? Das heißt, der Edge-Server steht hier und der ist ja mit zwei Beinen angebunden. Den einen Strich habe ich jetzt vergessen. Aber der Edge-Server ist auf einer Seite von Ihnen erreichbar. Und der Trick hierbei ist, dass die Alice, wenn sie weiß, dass sie den Edge-Server benutzen darf, über den Port 3478 per UDP auf den Edge geht und sagt, kannst du mir meine offizielle IP-Adresse leihen für eine kurze Zeit?
Und der Edge-Server sagt, hier hast du eine IP-Adresse-Port-Kombi, die kannst du weiterverwenden. Das heißt, Alice fragt den Turn-Server, gib mir einen Kandidaten. Alice bekommt einen. Alice schickt das an Bob und Bob schickt dann an diesen Edge-Server die Daten, damit er sie als Reverse-Proxy weiterleitet. Quasi Universal Plug and Play auf Lynx-Sprache. Aber es ist natürlich eine abgesicherte Geschichte, denn nicht jeder bekommt von einem Turn-Server eine IP-Adresse geliehen. Also wenn jemand von Ihnen einen Turn-Server im Internet betreibt, ohne Authentifizierung, dann ist es so wie vor 10 Jahren, wenn Sie offene SMTP-Relays betreiben. Ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt. Die gibt es schon. Sie können sich auch mal einen Spaß machen zu gucken, machen mal einen Portscan auf ein bestimmtes Subnetz auf 50, 60, 50, 61. Sie werden sich wundern, wie viele Stationen Sie erreichen. Ich sehe es ja bei uns, wie viele versuchen, einen Invite auf meinen Testserver zu schicken, um irgendwo eine 0900er-Nummer zu erreichen oder irgendeine Nummer in Bahamas oder sonst was. Also das ist wirklich ein Angriffsszenario, dass nicht freundliche Leute schauen, ob irgendwo ein SIP-Server steht, die man mit einer Rufnummer dazu bringen kann, woanders anzurufen. Ich mache das auch manchmal gern bei Firmen intern. Wenn mir also jemand sagt, hier habe ich eine VoIP-TK-Anlage, da kannst du Lynk anschließen, dass die IP-Adresse ist natürlich das Erste, was ich mal versuche, ob ich das ohne Authentifizierung rausrufen kann. Funktioniert in etwa 60% der Fälle. Erschreckenderweise. Das heißt, man muss sich authentifizieren und das ist ein bisschen knifflig. Wenn der Benutzer sich anmeldet an Lynk, dann geht er über den Frontend zum Edge-Server und sagt, gib mir mal ein Einmalkennwort. Ein sogenanntes MRAS-Token. Das ist wie ein ADFS-Ticket oder wie ein Kerberos-Ticket, ähnliche Technologie. Und das Token gilt 6 Stunden. Und dieses Token hat der Client, behält sich das. Sobald der Mitarbeiter jetzt sagt, ich möchte rausrufen, dann schickt er einen Turn-Request an diese IP-Adresse, an einen Port 3478. Übrigens, wenn er zu Hause ist, dann macht er das über den Port 443 auf die AV-Edge-IP. Wer also einen Edge-Server hat, sollte jetzt wissen, warum er den hat. Der Edge-Server verleiht ihm dann eine offizielle IP-Adresse und gibt sie ihm nach innen und dann kann Alice, dem Beispiel der User A, den Invite nach draußen schicken. Hier, um die Komplexität ein bisschen mehr zu steigern, der User B ist auch einer meiner Firma, sitzt aber im Homeoffice. Hinter seiner Fritzbox oder was auch immer. Der sieht jetzt, oh, da will einer mich anrufen. Oh, hier, schnell mal zusammensuchen, wo sind meine Kandidaten, meine IP-Adressen, die ich verwenden kann, die ich ihm mitteilen muss. Das heißt, er macht das gleiche Spielchen. Er macht einen Service-Request an den Edge, bekommt einen Einmal-Token, über das Token holt er sich dann Kandidaten über einen Turn-Request. Und wenn er den hat, erst dann kann er der Gegenseite sagen, jawohl, es klingelt. Das Wichtige dabei ist, das passiert innerhalb von Sekunden oder ein Bruchteil von Sekunden. Was passiert wohl, wenn Ihr Edge-Server nicht erreichbar ist? Was passiert, wenn zwei Leute innerhalb der Firma sind, Ihnen sich direkt nebeneinander sitzen im gleichen Subnetz und möchten miteinander anrufen und der Edge-Server ist nicht erreichbar? Es funktioniert, also der Verbindungsaufbau dauert 4 Sekunden. Weil beide Clients versuchen, Kandidaten zu kriegen und müssen auf einen Timeout warten. Der ist zwar sehr kurz mit 1,5 Sekunden, aber sie müssen warten. Also das Schlimmste, was sie machen können, wenn sie sagen, ich installiere Lynk frisch, in meiner Topologie trage ich alle Server ein, aber die Edge-Server installieren wir immer später. Oder in der Firewall wird der Port nicht aufgemacht, ist ja noch nicht wichtig, wir haben ja auch keine User von draußen. Das betrifft ihren internen Betrieb. Und das kann nervig sein, weil das funktioniert auch, wenn Sie eine Response Group haben, also wenn Sie eine Crew-Verteilung haben oder Parallelruf auf mehrere Leute. Überall werden die Kandidaten gesammelt. Also machen wir nochmal das Kandidatenspiel. 3 Szenarien. Ein Client A ist im Netz, rechts ein Client B zu Hause, entweder über seine Fritzbox oder über VPN eingewählt und oben nochmal ein Client. Wer jeder, der von denen einen Ruf anstattet, bekommt einmal seine direkten IP-Adressen, die er hat, also lokal, seine ganzen Netzwerkkarten. Dann machen sie alle einen Stundenrequest, versuchen also per NAT den Edge-Server zu erreichen. Der rechte Client nun bekommt die IP-Adresse der Fritzbox, der interne Lynk-Client bekommt die IP-Adresse der Firewall, wenn sie den NAT zulässt, und der externe Client im Internet bekommt natürlich nichts. Und zuletzt kommt noch der Punkt 3 dazu. Alle drei versuchen natürlich von ihrem Turn-Server-Kandidaten zu kriegen, um diese Adresse zu haben. Wenn also zum Beispiel zwei PCs im Internet sitzen, hinter einer stark reglementierenden Firewall, zum Beispiel ein Hotel-Wifi, dann kann es passieren, dass beide ihre Daten über einen Tunnel zum Edge schicken
und der sie quasi über Loopback wieder weiterverteilt. Ist Worst Case, aber geht. Und wenn Sie sehen möchten, wo das ist, ich habe es gesehen, viele haben Lync-Client, gehen Sie mal in das ominöse Verzeichnis, also C, User, Username, AppData, Local, Microsoft, Office 15, Lync Tracing, und dann werden Sie sowas finden. Das ist der Invite von meinem PC, den ich generiere, wenn ich woanders anrufe. Oben grün sehen Sie meine IP-Adressen, die mein Notebook hat in dem Moment. Und wenn Sie durchzählen, das ist ein Ethernet-Adapter, das ist ein Wi-Fi-Adapter, das ist ein Bluetooth-Adapter, das ist ein VMware-Adapter, das ist ein VirtualBox-Adapter, das addiert sich schon ein bisschen was zusammen. Es sind ja alles mögliche Kandidaten. Und noch eine IPv6-Adresse habe ich auch dabei. Das rote ist ja sogar falsch, das muss nochmal zwei Zeilen weitergehen. Was aber dann auch sehen ist, es gibt diese Relay-Einträge hier. Relay. Das sind meine Turn-Elemente. Und da sehen Sie dran, in dem Moment hat diese private IP-Adresse, 102.31, die auch hier oben auftaucht, diese private Adresse hat es geschafft, den Edge-Server von NetAtWork intern zu erreichen. Und das hier ist die offizielle IP-Adresse des AV-Edge von NetAtWork, der im Moment dieses Rufaufbaus auf dem Port 55.789 einen Port offen hatte. Wenn der Ruf abgebaut wird, ist der Port wieder zu. Wenn der Ruf genutzt wird und ein anderer Kandidat kommt zum Zug, ist der Port wieder zu. Ein Edge-Server ist also eine Applikations-Firewall für Bäume. Das Beste, was Sie eigentlich haben können. Machen Sie es nicht anders. Wenn ich ein Stück weiter gehe, Sie sehen, ich habe hier mehrere Relay-Adressen. Nämlich über TCP, über UDP, es gibt ja verschiedene Protokolle. Und dann gibt es hier noch die Source-Reflection-Adresse. Das ist quasi meine NAT-Adresse. Was natürlich jetzt hier auffällt, ist, verflixt, wieso steht hier die gleiche Adresse wie hier? Was ist denn das für ein Unfug? Das ist ein Zeichen, dass die Firewall von NetAtWork NAT nicht zulässt. Er konnte den Stundenserver nicht erreichen, also füllt er das Ding mit sich selbst aus. Für Sie, für die Fehlersuche, ist das ganz hilfreich, wenn Sie sagen, Telefonate nach extern gehen nicht. Gucken Sie hier rein, haben Sie alle Kandidaten? Sind es die richtigen, die wegverschickt werden? Und wenn Sie jetzt die Kandidaten als Rausrufende haben, übrigens hier unten in Gelb, das sind die Krypto-Keys, um die Audiodaten dann zu verschlüsseln, die Einmalschlüssel. Das ist ein symmetrischer Key hier. Man geht ja davon aus, dass der TLS die SIP-Signalisierung verschlüsselt ist. Wenn Sie all diese Kandidaten haben als Anrufer und all diese Kandidaten der Gegenseite haben, dann passiert das, was angeblich ältere Herren häufiger in Hotels machen, man macht ein Speed-Dating. Das heißt, die beiden Endgeräte nehmen all ihre Kandidaten, die sie haben, und versuchen gegenseitig zu erreichen, end to end. Also wundern Sie nicht über ganz viele Ports und ganz viele Pakete, die in kurzer Zeit übertragen werden. Weil keiner der beiden Kandidaten weiß, welcher Endpunkt mit welchem erreichbar ist. Es könnte ja sein, dass der Turn-Server von Kandidat A mit der NAT-Adresse von Kandidat B kommunizieren kann. Oder was auch immer. Und beide Clients sammeln die Infos, da werden also echt Daten übertragen, um dann rauszufinden, was ist der kürzeste und beste Weg. Über den Weg finden sich die Kandidaten. Und wenn das alles funktioniert, dann haben Sie einen funktionierenden UDP- oder TCP-Kanal zwischen den beiden Leuten. Es ist nicht vorgeschrieben, also nicht zuverlässig vorherzusagen, ob beide den gleichen Weg nutzen. Es könnte also sein, dass die Sprache von A nach B über NAT geht, aber von B nach A über Turn. Lassen sich da nicht in die Box einjagen. Die Wege pro Richtung wird es individuell entschieden, welcher Weg da funktioniert. So viel zu den Kandidaten, was da passiert. Jetzt kommen wir zum Punkt, was ist denn da drin? Sprich, was ist denn Sprache? Da kommen wir, also nehmen Sie mit von dem ersten Punkt, VoIP braucht viele Ports. Wenn man weiß, was sie tun, ist es im Griff. Und Ihr Edge-Server wird von intern angesprochen. Sind Sie also nicht alarmiert, wenn Ihre Firewall diese Logs rausschmeißt. Beste Regel, sagen Sie alles von intern auf die AV-Edge, entweder droppen, allow oder wegschmeißen, aber vor allen Dingen nicht locken. Jetzt kommt hier wahrscheinlich die Info, dass ich jetzt, ja, dass ich nicht mal nicht das Ende vergesse. Wir gucken über die Inhalte nach. Es werden Daten übertragen. Wireshark Trace. Ein Ethernet-Paket kann bis zu 1516 Bytes groß werden. 16, 14. Okay. Tippfehler. Kollisionen sind heute eigentlich irrelevant. Würde ich in so ein Paket Daten übertragen, über ein 100 Megabit LAN zum Beispiel,
Da könnte ich 65.000 Pakete übertragen, 1,5K, also knapp 100.000 Pakete. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Genial für PowerPoint. Wenn ich also eine 10 Megabyte PowerPoint-Datei übertrage und ich kann die 100 Megabit komplett nutzen, dann habe ich die 10 Megabyte leicht idealisiert ausgerechnet in der Sekunde übertragen. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert genauso, aber zur Vereinfachung lassen wir das einfach mal so. Das heißt, es sind lauter 1,5 Byte Pakete, insgesamt 6.666 Pakete für diese PowerPoint-Folie. Ich habe deshalb extra 100 Megabit genommen, weil man hat nicht überall Gigabit. Immer mehr Leute haben Wi-Fi. Ich habe mittlerweile in der Firma die ersten Tablets, die gar keinen Internetanschluss mehr haben, wenn man nicht USB da reinsteckt. Dann gibt es ja noch Bahnstrecken und Uplinks. Rechnen wir mal zur Einfachheit halber einfach mit 100 Megabit. Jetzt kommen wir an Sprache. Sprache ist eigentlich PowerPoint, ist aber beide nicht so vollständig. Sprache heißt. Hallo? So. Sprache zum einen, wir sind alle Eltern. Man hört schlechter. Früher analoges Telefon, da gab es sowas wie eine Grenzfrequenz, irgendwo 4,3 Kilohertz, wo die Sprachverständigung weg ist. Sie sehen rechts, sehen Sie das Diagramm, wo ist die Sprachwahrnehmbarkeit und wo ist die Musikwahrnehmbarkeit. Also um Sprache richtig zu verstehen, braucht man nicht viel mehr als 4 Kilohertz abzutasten. Die Diskussion kennen wir ja häufig, auch bei MP3-Playern, ist 64 Kilobit MP3 gut genug oder muss es was anderes sein? Aber Fakt ist, wenn wir das nun tun und sagen, ich möchte 4000 Abtastungen pro Sekunde haben und mache das mit einem Byte, dann komme ich quasi auf, ich mal stopp, mein Fehler. Ich muss mit der doppelten Geschwindigkeit abtasten, die ich habe. Also, wer hat bei Physik aufgepasst? Aber ist so. Das heißt, man tastet mit 8000 Abtastungen pro Sekunde ab. Also kommen wir auf 8 Kilobyte. Das wären, wenn ich das in 1,5 Kilobyte Pakete reinhaue, 6 Pakete, circa 133 Byte. Das Schlimmste, das wäre nicht, das geht ja. Aber ich müsste 166 Millisekunden Sprache erstmal sammeln, bevor mein Paket voll ist. Also stell dir vor, da draußen steht ein Bus, der fährt erst los, wenn er voll ist. Ungeschickt. Wenn man so Sprache digitalisieren würde, hieß das, man hätte schon vom Start weg 0,16 Millisekunden Sekunden Sprachverzögerung. Und das nochmal auf dem Rückweg, das ist nicht tolerierbar. Also muss man Sprache anders machen. Sprache heißt in der Regel, also G711, ISDN-Codec, was die meisten Dekanlagen intern machen, man tastet 20 Millisekunden Abschnitte ab, in denen dann zufälligerweise 160 Messwerte reinpassen. Aber wenn man 20 Millisekunden abtastet, hat man 50 Pakete pro Sekunde. Das heißt, jeder VoIP-Teilnehmer überträgt in jede Richtung bei dieser einfachen Rechnung 50 kleine IP-Pakete pro Sekunde mit 160 Byte Nutzinhalt. Da kommt noch ein IP- und UDP-Frame drumherum und da kommen auf circa die 95 Kilobit Datenrate, die ein G711-Codec bringt. Jetzt können Sie sagen, ja gut, 100 Kilobit. Wir haben 100 Megabit, das sind Tausendstel meiner Bandbreite. Ist doch eigentlich egal. Muss doch gehen. Die Problematik dabei ist, auf dem Paket, auf der Leitung sind ja noch andere Pakete. Man kann diese Datenrate pressen. Es gibt Codecs heute, die komprimieren. Dieser G711-Codec ist der gleiche, der bei ISDN verwendet wird. Also PCMA Long in New York, keine Kompression. Hallo, ich habe noch ein ISDN-Telefon von 1988. Ich weiß nicht, welche Rechenleistung da drin ist, aber ich bin froh, dass er 64 Kilobit digitalisieren kann. Heute sieht die Welt anders aus. Die Bandbreite hier, nur zur Vollständigkeit, auch SIP braucht Bandbreite. Meine Messwerte sind dabei 4 bis 8 Kilobit pro User pro Sekunde im Mittel. Halten Sie sich mal die Zahl so im Hinterkopf, wenn Sie also 1000 User in der Cloud betreiben wollen, dann kommen Sie hier schon auf 4 bis 8 Kilobit Megabit. Die Dauerlast, also Grundlast. Da ist noch keine Konferenz drüber gelaufen. Das haben wir im Hinterkopf behalten. Gut, wie sieht es denn auf dem Kabel aus, wenn die beiden sich damit zusammentun? Das heißt, wir haben einmal unser Goliath, unsere PowerPoint-Übertragung. Eine Sekunde lang, ganz viele Pakete. Wenn ich da oben drauf jetzt meine VoIP-Pakete noch drauf packe, dann passiert das. Aber spätestens jetzt sehen Sie dort, wo der Pfeil ist, diese zwei, drei Pakete sind verzögert worden, weil einfach kein Platz mehr war. Das heißt, der Router oder was auch immer, oder der Switch, hat die Pakete hinten angestellt und hat gesagt, das sind noch zwei andere. Wir kennen das jeden Morgen, Autobahn ist voll mit LKWs, man kommt teilweise nicht mehr auf die Auffahrt drauf.
Bei VoIP ist das das Problem, weil die LAN-Bandbreite ist beschränkt. Und halten Sie im Hinterkopf, 50 Pakete pro Sekunde mit 20 Millisekunden Abstand. Das heißt, wenn Sie nur eine halbe Sekunde Netzwerkvolllastsituation haben, ist das hörbar. Ein oder zwei Pakete zu verlieren ist kein Problem, aber das ist eine schwerwiegende Einschränkung. Das heißt, die Qualität ist bei VoIP sehr viel wichtiger. Und das ist das, was dann Quality of Service macht. Das Quality of Service sorgt dafür, dass die VoIP-Pakete bevorzugt behandelt werden, quasi die Überholspur, die Busspur, und dass die PowerPoint-Pakete, die wir quasi nicht mehr reinpacken, eben verzögert werden. PowerPoint oder ein Word oder ein Excel, das merken Sie nicht wirklich, wenn das halt ein paar Millisekunden länger dauert, aber Ihre Sprachpakete müssen durchgehen. Das ist durchaus auch ein Thema im LAN. Nicht ganz so prekär, auf dem WAN ist es wichtiger, aber auf dem LAN ist es durchaus ein Thema in der Geschichte. Jetzt gibt es da drei Grenzwerte, die man wissen muss. Das eine ist die sogenannte Laufzeit, die Roundtrip-Zeit. Das heißt, wenn zwei Teilnehmer miteinander reden und die Pakete sind einfach länger unterwegs, dann hat man irgendwann den Effekt, dass man sich ins Wort fällt. Es gibt so Grenzwerte, die sagen, alles bis 200 Millisekunden ist okay, ab einer halben Sekunde kann man sagen, schlecht. Also wenn ich jede Sprache um eine halbe Sekunde verzögere, dann werden sie ausgelacht. Dann brauchen sie auch nicht Lync einzuführen, dann brauchen sie auch kein Cisco einzuführen und nichts. Dann machen die Leute das nicht. Oder sie sagen, es ist schlechter. Und das ist etwas, was wir vermeiden wollen. Das heißt, das ist die Frage, wie lange die Pakete unterwegs sind. Das kann man messen, indem man einfach Pakete auf die Reise schickt und guckt, wie lange die unterwegs sind. Der zweite Grenzwert ist so ein Wert namens Jitter, mit dem die wenigsten das anfangen können. Das ist im Prinzip ein Maß für die Gleichmäßigkeit. Also wenn Sie hier sagen, ich lasse alle 5 Minuten Taxi losfahren und die kommen alle 5 Minuten später in Köln an, im gleichen Abstand, dann ist der Jitter null. Es wird aber passieren, dass ein paar Taxen irgendwo aufgehalten werden und andere vielleicht ein bisschen schneller fahren können. Also ist da eine Varianz drin. Und auch das ist eine Geschichte, wenn der Jitter zu hoch wird, dann ist die Qualität schlecht. Warum? Der Empfänger gibt ein Paket nicht sofort wieder, wenn er es empfangen hat. Also es ist nicht Just-in-Time-Produktion, wie am Fließband oder sonst was, sondern er hält das in dem Puffer. Er sagt, ich lasse mir den Luxus, ein Paket mal 20, 30, 40 Millisekunden zu verzögern. Das heißt, wenn ein Paket später nachkommt, muss es nicht gleich verwerfen. Das heißt, wenn der Jitter aber zu hoch wird, dann fangen die Empfänger an, diesen Puffer zu vergrößern. Und dann ist es ein direkter Einfluss wieder auf die Laufzeit. Also gefühlt dauert die Sprache dann länger. Packetless ist auch nervig, wenn Pakete verloren werden. Das ist eine gängige Technik. Wir haben gesagt, wir gehen über Sprache, über Voice. Wenn ein Router sagt, die Leitung ist voll, das Voice-Paket passt da nicht mehr durch, dann ist es völlig sinnentfremdet, das Paket eine Sekunde später nachzusenden. Dann ist die Sprache schon vorbei, dann brauche ich es nicht mehr. Das heißt, Voice-Pakete, wenn sie quasi länger als 30, 40, 50 Millisekunden unterwegs wären, also verzögert würden, kann ich es auch wegschmeißen, weil es entspricht einem Packet-Loss. Ein Paket, was zu spät ist, wird nicht mehr abgespielt. Auch hier kann man sagen, wenige Prozent sind tolerierbar. Erinnern Sie sich, 50 Pakete pro Sekunde, 2%. Das heißt, eins von denen. Wenn ein Paket pro Sekunde im Schnitt weg ist, wird die Qualität schon ein bisschen mühseliger. Wenn Sie im Bereich 6-7% gehen, dann wird es so hörbar, dass es wirklich keinen Spaß mehr macht, darüber zu telefonieren. Das heißt, mit Bandbreite kann man natürlich viel schlagen. Das heißt, alle Werte grün zu halten, ist ein Kompromiss. Mit viel Bandbreite geht das, aber die Qualität ist noch viel wichtiger. Auch mit wenig Bandbreite. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt. Was ist denn eigentlich Bandbreite? Schönes Bild für Bandbreite, oder? Ist es ein richtiges Bild? Wer glaubt, dass es eine richtige Darstellung für Bandbreite ist? Ich frage mal umgekehrt. Wer glaubt, dass es eine falsche Darstellung ist? Aha, okay. Zumindest eine Meldung, zwei, drei, okay. Es ist eine falsche Darstellung. Auch wenn der Begriff Breite suggeriert, dass es mehrere Fahrstreifen gäbe, muss man eigentlich sagen, es ist Geschwindigkeit. Auf dem WAN wird nicht überholt, um es mal ganz plump zu sagen. Das heißt, wir sprechen eigentlich darüber,
über die Laufzeit von Paketen auf dem gleichen Gleis. Und wenn vor mir halt so eine blöde Dampflok fährt, die entsprechend groß ist, dann kommt meine kleine Schnellzuglokomotive hinten dran nicht vorbei. Und das Ganze betrifft ja nicht bloß kabelgebundene Netze, sondern denken Sie mal an virtuelle Switchen in Hyper-V- oder VMware-Umgebungen. Denken Sie mal an QoS überhaupt innerhalb dieser virtuellen Geschichte. Wer von Ihnen hat schon 10 Gigabit Netzwerkkarten in seinen Servern? Kennen Sie das Feature Network Partitioning? NPAR? Eine Funktion, die erst mit 10 Gigabit-Karten verfügbar ist und die erlaubt es, Ihre 10 Gigabit-Karte virtuell in andere Karten aufzuteilen. Also über eine passende Firmware. Das heißt, Sie haben eine 10 Gigabit-Karte drin und per Konfiguration sagen Sie, mach daraus bitte eine 4 Gigabit-Karte und eine 2 Gigabit-Karte und legen wir noch eine 4 Gigabit-Karte Eisgarde-Interface. Dann wird es da runtergeladen, dann müssen Sie den PC booten, also richtig stromlos machen, neu booten. Und danach glaubt der PC, Sie hätten ihm drei Netzwerkkarten reingesteckt. Das ist quasi eine kleine PCI-Bridge. Aber jede dieser Netzwerkkarten hat auf einmal die garantierte Bandbreite. Also wenn Sie Lync zum Beispiel virtualisieren und Sie sagen, ich habe einen Lync-Server mit 1000 Leute, ich habe wegen mir Concurrency 5% Konferenzen gleichzeitig, haben Sie parallel 50 Konferenzen. Wenn Sie sagen, da sind drei, vier, fünf Leute drin, normal VGA, dann kommen Sie auf eine Dauerbandbreite von irgendwo 50, mal, sind wir knapp bei 50 Megabit, 60, 70, 80 Megabit. Etwa mehr VGA, HD ein bisschen mischt. Und die muss mit QoS durch. Da können Sie es nicht Rücksicht drauf nehmen, zu sagen, oh, ich habe hier eine Hyper-V-Replikation oder eine Exchange-Log-File-Shipping oder sonst was. Sowas stört VoIP und dann ist die ganze Diskussion über Lync oder wie die andere VoIP-Plattform entsprechend ad absurdum geführt. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, wenn Ihnen ein Netzwerker sagt, oh, da macht man ein Voice-WLAN. Ein WLAN ist eine Trennung von Subnetzen, aber nicht eine Trennung von Paketen. Also wenn Sie zwei Switche miteinander verbinden über einen Trunk und sagen, links und rechts gibt es zwei WLAN, eins für Datentraffic und eins für VoIP-Traffic, über die zentrale Verbindung balgen Sie sich um eine gleiche Bandbreite. Das heißt, da müssen Sie auch mit QoS arbeiten. Wenn Sie WLANs, also wenn Sie trennen wollen, dann brauchen Sie echte Hardware, also Switches, die man wirklich getrennt hat. Vergessen Sie also die Geschichte. Richtig. Deshalb sitzen wir auch hier, deshalb versuche ich ja bedeutend zu machen, das wäre ja ein Irrglaube. Wenn Sie jetzt Telefone hinstellen, dann können Sie sagen, haben ein eigenes Bereinchen. Aber was glauben Sie, was passiert, wenn Sie im PC jetzt zwei Netzwerkkarten verpassen? Eine für Sprache, eine für Daten. Glauben Sie, es funktioniert? Wenn Sie jetzt ein paar Folien zurückdenken mit Ihren Kandidaten, die Liste der Kandidaten wird einfach nur größer. Aber der Link-Client wird halt feststellen, ich kann über das Datennetz den anderen erreichen, ich kann über das Voice-Netz über das andere erreichen. Will schnell nimmt. Das muss man würfeln. Man kann eine Reihenfolge Netzwerkkarte hinterlegen, aber da denkt man auch wieder nicht dran. Nein, das ist richtig. Sobald man Lync einsetzt, hat man zwangsweise eine Konsolidierung der Daten. Das heißt, Daten und Sprache sind auf dem gleichen Kabel. Deshalb sitzen wir hier und sprechen über das Thema. Vorsicht bei VPNs. Auch gerne genommen. Wir haben Direct Access, wir haben VPNs, wir brauchen keine Edge-Server. Alle Leute sind permanent intern. Wie war das? 160 Byte Sprache pro Paket. Dann nochmal 38 Byte UDP und IP-Header drumherum. Und das wollen Sie jetzt nochmal in den HTTPS-Tunnel einpacken? Da kann Ihre Bandbreite für eine Verbindung locker um einen Faktor um ein Drittel oder die Hälfte sich verdoppeln. Also nachrechnen, ob das sinnvoll ist. Und das eine auspacken kostet auch wieder Zeit. Es ist also durchaus eine übliche Technologie zu sagen, ein PC, der unterwegs ist, ist per VPN im Firmennetzwerk, aber Audio-Video geht am VPN dran vorbei auf den Edge-Server. Einfach, die Daten sind ja eh verschlüsselt, dank Link. Also wenn man Lync einsetzt, sind sie verschlüsselt. Dass man die nicht durchs VPN pressen muss. Latenzzeit war so ein heißes Thema, wird gerne übersehen. Wir haben im Moment nur den gelben Bereich in der Mitte besprochen, das LAN. Vergessen Sie nicht, dass auch andere Stationen zwischen meinem Mikrofon am Mund und dem Hörer beim Empfänger auf der anderen Seite sind. Wenn wir mal die Luftschnittstelle vergessen, also der Weg von meinen Stimmbändern zu meinem Mikrofon, das ist in meinem Mikrofon minimal, ist das Headset ein ganz wesentlicher Faktor bei der Sprachqualität. Nicht bloß, was er digitalisiert, sondern es gibt Headsets, die machen Rauschunterdrückung oder Echo Cancellation. Und wie machen die das? Indem sie die Sprache, die sie aufnehmen, etwas zurückhalten und horchen, ob die ein paar Millisekunden später nochmal kommt, um es als Echo zu erkennen. Dieses Zurückhalten heißt aber, das Signal wird insgesamt verzögert. Es gibt Headsets, die sehr gut sind, und es gibt Headsets, die sich auch hier mal 20, 30 Millisekunden Zeit schenken. Der Extremfall war irgendein No-Name-Headset, was hier 75 Millisekunden die Sprache verzögert hat.
können Sie recht einfach nehmen. Sie nehmen Ihr Headset per USB, machen einen Testton auf Ihrem PC, der quasi alle Sekunde piep, piep, piep macht und messen auf der anderen Seite mit dem Lautsprecher den Ton, wie er wieder zurückkommt. Und die Laufzeit dazwischen können Sie wunderbar entsprechen. Es gibt Headsets, die machen die Echo Cancellation über Mechanik. Ich will jetzt keinen Hersteller nennen, aber die haben ein Mikrofon an der Membran, wo meine Sprache von innen kommt und der entsprechende Sprache von außen auch gegen das Membran und sich deshalb auslöschen durch eine mechanische Bauweise. Auch im PC drin, habe ich vorhin ja gesagt, die Sprache kommt sequenziell rein. Mein PC muss immer sagen, so wie eine Maschine, 20 Millisekunden, 20 Millisekunden, immer paketieren und wegschicken. Also ich verliere durch dieses Sampling auch schon mal wieder 20 Millisekunden. Und es addiert sich alles so miteinander, auch bei der Wiedergabe. Und wenn Sie sich jetzt wieder die Zahl von vorher im Hinterkopf haben, dass eine Laufzeit von einer halben Sekunde sehr schlecht ist und jetzt 20, 200 Millisekunden schon langsam gelb wird, dann bleibt fürs Netz nicht mehr viel Luft. Also wenn der Netzwerker sagt, ja, mal Ihre Pakete garantieren wir hier 150, 200 Millisekunden Laufzeit, dann ist das schon zu wenig, weil das ist das, was er sieht. Aber nicht, was vorne dran und hinten dran noch dabei ist. Da können Sie noch ein paar Millisekunden draufpacken. Beim Jitter, das habe ich jetzt im Prinzip schon alles gesagt, insofern kann ich über diese Folie relativ schnell drüber weggehen. Das soll hier unten das Beispiel sein. Die erste Reihe sind die Pakete, wie sie sequenziell losgehen. Die unterste Reihe ist, die mittlere Reihe ist so, wie sie beim Empfänger ankommen. Man sieht, das Paket 4 ist deutlich verzögert worden. Und das letzte ist, der Empfänger versucht, die wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, indem er die Wiedergabe einfach wieder weiter verzögert. Wenn Sie sich das mal angucken über Ihre Umgebung, Datenprofile, wenn Sie große Daten übertragen, Betriebssysteminstallation, Softwareinstallation, Replikation, Backup, all die Geschichten, dann ist der Bandbreitenbedarf hier sehr hoch, aber die Latenzzeit und Jitter ist eigentlich unkritisch. Das ist eigentlich, da braucht man nicht drauf nachzudenken. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Anwenderdateien. Ich meine, die Latenzzeit von der PowerPoint und Word öffnen, wenn die im Bereich von Sekunden liegt, ist das tolerabel. Vielleicht nicht für jeden, aber es ist zumindest in Millisekunden, auch bei Jitter oder so weiter. Und das Schöne ist, wenn ein Paket verloren geht, das sind ja TCP-Verbindungen, dann gibt es einen Retransmit. Das ist okay. Streaming-Daten wird gerne überschätzt, ist eigentlich unkritisch, weil die puffern ja. Das heißt, bevor Sie Ihr YouTube-Video sehen, da hat er schon mal 2, 3, 4, 5 Sekunden empfangen, um die wiederzugeben. Das heißt, wenn da deutliche Schwankungen drin sind in der Laufzeit, dann fällt es erst sehr spät auf. Aber was Sie mit Streaming-Videos machen oder Webcasts hören oder sonst was, eignet sich nicht für den Dialog zwischen zwei Partnern. Also wenn ich was sage und meine Software würde das Gespräch um 3 Sekunden verzögern, bevor es Ihnen wiedergibt, dann wären wir beide nicht glücklich mit. Auch andere Dinge wie Infrastrukturfragen, DNS, sind eigentlich unkritisch. VoIP ist eine dieser Lasten, die in allen drei Feldern tot sind. Das heißt, die Bandbreite ist hier gering im Vergleich zu Word, PowerPoint. Ein Audio-Stream 100 Kilobit. Das ist ein Promille einer 100-Megabit-Leitung. Waren was anderes. Aber die Latenzzeit, Jitter und Packet Loss, die sind wichtig. Und wie kriegt man das koordiniert? Indem man das managt. Managen heißt, mal über die Folie überträgt, das Netzwerk muss eine garantierte Mindestbandbreite für Voice bereitstellen, mit einer garantierten niedrigen Laufzeit, idealerweise wenig Paketverluste und mit einem niedrigen Jitter. Aber auch die Voice-Plattform muss was tun. Es reicht nicht, den Netzwerkern die Schuld zu geben. Ihre Voice-Plattform sollte ein Gassenbesetzt unterstützen. Weiß niemand noch, wer das ist? Gassenbesetzt? Sie heben Hörer ab, wählen eine Amtsnull, bekommen Besetztzeichen. Alle Zeichen der Telekom. Es war keine Leitung von Ihrer Ortsvermittlungsstelle zur Regionalvermittlung. Bitte? Zum Beispiel. Auch wenn Sie in der Firma sind, wenn Sie nach draußen 8B-Kanäle haben, der 9. ruft raus, kriegt dann besetzt. Genau das Gleiche gibt es bei Lynk auch. Dass man nämlich hier sagt, auf einer gewissen Strecke erlaube ich eine gewisse Bandbreite und der Lynk-Server sagt, wenn ein Client sagt, ich möchte mit dem raus telefonieren, dann hat er im Moment keinen Platz da. Es ist besser, ein Gespräch an der Stelle abzubürgen oder gar nicht erst aufbauen zu lassen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Bandbreite von einem Megabit und da laufen 10 Gespräche à 100 Kilobit drüber. Alles funktioniert. Jetzt kommt das 11. Gespräch dazu. Es ist ja nicht so, dass das 11. Gespräch schlecht wird. Das 11. knapst bei jedem Gespräch quasi 10% ab. 10% Packet Loss. Wer weiß noch, wo Packet Loss Rufe war? 7. Und das ist schon sehr grenzwertig. Aber nicht bloß das, auch die anderen Daten werden schlagartig schlechter. Wenn es jetzt ganz perfide wird,
Dann erkennt Lync das und sagt, oh, die Bandbreite wird schlechter. Was macht Lync? Er wechselt den Codec. Er sagt, statt Wideband-Stereo-Übertragung gehe ich runter auf Narrowband oder runter auf Siren oder wenn es ganz extrem kommt, in Zukunft auf den SIL-Codec von Skype. Der kommt dann eben mit 6 bis 8 bis 10 Kilobit aus. Vor allem ist die Laufzeit wieder in Ordnung. Alles funktioniert. Was sagt der Lync-Client? Ja, natürlich gehe ich wieder hoch. Und dann passiert so ein Puppen. Und das finden sie ganz schlecht raus. Es passiert selten, weil es halt nicht häufig ist. Aber sowas kann passieren, dass die dann einfach sagen, wir passen unsere Codecs und Übertragungsrate an. Lync ist einer der wenigen Software, die zum Beispiel einen Error Correction Codec hat. Wenn ich zum Beispiel feststelle, dass zu viele Pakete verloren gehen, dann fängt Lync an, jedes Paket doppelt zu senden. Also statt 100 Kilobit habe ich dann 200 Kilobit. Also eine Leitung, wo Pakete verloren gehen, aber wo die Bandbreite nicht überbelastet ist, ist das eine Möglichkeit, das rauszufedern. Das heißt, dass mein Paket mit 160 Byte plus UDP-Header, da werden nochmal die 160 Byte vom vorherigen Paket mit dran gehängt. Kostet ja quasi nichts. Das heißt, wenn ein Paket verloren geht, sagt der Empfänger, ich warte aufs nächste, da ist das Verlorene nochmal drin. Das sind also die Tricks, mit denen man sich helfen kann, über Leitungen mit Paketverlust immer noch eine gute Voice-Qualität hinzukriegen. Da kommt natürlich jetzt dazu, woher weiß denn der Router oder der Switch, was ein Voice-Paket ist? Und jetzt kommen wir wieder von der Technik zurück auf die menschliche Ebene. Es gibt ja nämlich die nächsten beiden Bullen in unserer Firma. Das eine sind die Netzwerker, die Herren über Switch und Router. Und das andere sind die PC-Admins, die sich über Windows und Lync und SQL ihre Gedanken machen. Wenn ich nämlich jetzt sage, lieber Netzwerker, könntest du meinen Lync-Paket eine Priorität verpassen? Dann wird er fragen, woher weiß ich denn, dass das ein Sprachpaket ist? Ja, vielleicht an der Größe machen die wenigsten Router. Am Ethernet-Port ist es schlecht mit Link, weil da ein PC dran ist, der beides macht. Am Port, wo ein Voice-Telefon ist, können Sie sagen, diese Pakete von diesem Telefon bekommen die Voice-Klasse, aber am PC eigentlich nicht. Ein Netzwerker kann es eigentlich nur anhand von Ports machen. Also ist die erste Frage für einen Link-Admin, kannst du deine Ports mal festsuchen? Ja, welche hättest du denn gern? Kommt gleich ein Bild, welche man dafür nehmen kann. Umgekehrt können Sie aber sagen, hey, ich bin Windows-Admin, ich kenne mich perfekt mit Gruppenrichtlinien aus. Ich kann über eine Gruppenrichtlinie hinterlegen. Liebe Windows-Maschine, wenn der Prozess Lync-Exe Pakete verschickt in einer gewissen Port-Range, dann verpasst den eine DSCP-Klasse, also eine Quality of Service-Klasse. Das größte Problem, was Sie haben, überzeugen Sie mal Ihren Netzwerker, dass er Ihnen diese Klasse am ersten Switch nicht gleich wieder wegschmeißt. Weil er ist ja King of Netzwerk. Wenn er das nämlich zulassen würde, muss der Netzwerker dem Active Directory Admin vertrauen, dass er nicht morgen sagt, WinWord.exe bekommt auch die Voice-Klasse und Internet Explorer und was auch immer. Und wenn jemand lokaler Admin auf seinem PC ist, kann er sich eine lokale Gruppenrichtlinie anlegen, wo er sagt, alles, was ich verschicke, bekommt die Klasse 46, Expedite Forwarding. Und spätestens dann haben sie natürlich wieder ein Argumentationsproblem. Sie glauben gar nicht, welche Kämpfe da passieren. Das Gleiche passiert natürlich im Bereich der Bandbreite. Das war jetzt ein Netzwerk auf dem Hyper-V-Server, glaube ich. Soll ich gleich mal gucken nochmal. Auch hier kann ich einen Wert hinterlegen. Weil was mache ich, wenn ich einen Hyper-V-Server habe, auf dem 4, 5 VMs laufe, die über einen Port am Netzwerkswitch ankommen? Dann kann er auf seinem Netzwerkswitch gar nichts mehr machen. Das gleiche gilt natürlich auch für VMware und andere Geschichten. Warum ich das hier unten rot angemalt habe, über diese Gruppenrichtlinien kann man zum Beispiel mal simulieren, wie sich Lync über eine schwache Leitung verhält. Das heißt, Sie können über den Weg sagen, ein Prozess hat maximal so und so viel Kilobit. Ist eine gern genutzte Einstellung bei unseren SharePoint-Entwicklern, die gucken, wie schnell ihre SharePoint-Seite reagiert, wenn der User hinter einer simulierten 64-Kilobit-Leitung hängt. Dann brauchen Sie gar keinen Netzwerkanalysator, das ist bei Windows mit drin. Hier nochmal als Bild, das haben Sie später auch in der Folie drin, die Übersicht der Ports, die ich aus verschiedenen Quellen von Microsoft mittlerweile rausgeholt habe. Da gibt es nämlich keine absolute Liste, aber hier vorne ist so ein kleiner Transferport, das ist quasi 3478. Also der, wer weiß noch? Turn über UDP zum Edge, Audio getunnelt. Dann gibt es hier den SIP-Port und dann sagt man hier oben so Geschichte, der Edge braucht eine etwas größere Port-Range.
Der Lynx-Server für seine Konferenzen entsprechend auch. Beim Client sagt man normal, er sollte 20 Ports für File-Transfer, App-Sharing, Audio und Video haben, weil ein Client in der Regel nicht mehr verwendet. Wenn Sie also diese Ports irgendwo festsuchen, über eine Gruppenrichtlinie oder über eine Lynx-Policy, dann kann Ihr Netzwerk-Admin anhand dieser Ports eine Priorisierung steuern. Technisch, nur ein kleiner Ausblick, ist das dieses Differentiated Service Field, DSCP hier. Das ist beim IPv4-Paket und bei IPv6 gibt es das natürlich auch. So, und da können Nummern drinstehen. In meinem Beispiel 46. Das ist jetzt Layer 3. Das Ganze gibt es natürlich auch auf Switch-Ebene, nur da gibt es nicht so viele Nummern, das sind ein paar weniger. Das sind nämlich die hier. Da gibt es von 0 bis 7 und da gibt es quasi Sprache hat hier die Klasse Nummer 5. Das ist auf dem Switch-Level. Und auf dem Router-Level gibt es deutlich mehr. Bevor Sie jetzt hier anfangen, sich über all diese Dinge Gedanken zu machen, wer von Ihnen benutzt ein MPLS-Netz? Telekom, Vodafone, was auch immer. Wie viel QoS-Klassen haben Sie auf dem MPLS, wenn ich fragen darf? Vier? Drei? Gut. Auch noch normalerweise vom 7 teilweise. Aber der Punkt ist, Sie müssen quasi all diese Klassen, die Sie hier vielleicht im LAN unterscheiden, auf diese wenigen vorhandenen Klassen ummappen. Ganz perfide kommt dazu, dass, wenn Sie zum Beispiel eine 10 Megabit MPLS-Leitung haben, dass einige Carrier sagen, maximal ein Drittel der Bandbreite darf diese hohe Expedite Forwarding-Klasse haben. Wenn Sie also jetzt sagen, ich brauche 5 Megabit für Voice, heißt das indirekt, Sie müssen Ihre MPLS-Leitung auf 15 Megabit hochschrauben. Kosten, die man im Projekt tatsächlich überdenken muss. Technisch sieht er so aus. Die Pakete kommen rein, sind unbekannt. Irgendwas macht die Klassifikation. Sie haben gehört, das kann der PC sein, der Client über eine Gruppenrichtlinie, das kann der Switchport sein, das kann der Router sein, der dann diese Pakete in entsprechende Queues verteilt. Und auf der anderen Seite gibt es einen Scheduler, der die dort wieder abholt. Ich sage mal Supermarkteffekt, dass er die über die Leitung schickt. Mal so ein Beispiel: Auf dem Cisco-Router sieht das etwa so aus. Quasi diese Layer-2-Klassen werden in folgende Queues gejagt. So ist es für die Layer 3 DSCP-Klassen, einfach nur ein paar Beispiele. Und hier ist dann der Scheduler mit dem, Sie sehen, das ist so ein kleiner Mini-Switch, den ich da zum Spielen verwende. Die großen sehen ein bisschen umfangreicher aus, aber das ist halt überschaubar so. Und da kann ich dann sagen, welche dieser vier Queues hat wie viel minimale Bandbreite. Und so wird das dann im Prinzip gesteuert. Das ist ein Bild, wie es auf Hyper-V aussieht. Also auch hier haben Sie die Möglichkeiten, quasi auf dem Netzwerkadapter hier zu steuern, was die minimale und maximale Bandbreite ist. Das hilft natürlich nur, solange Hyper-V, solange Sie diese Steuerung dann auf allen VMs machen, um das entsprechend durchzusteuern. Und dass die gleiche Netzwerkkarte nicht noch für irgendwas anderes missbraucht wird. Ich nenne mal jetzt Hyper-V-Replication oder Snapshot-Backups oder sonst was. Also Dinge, die an der ganzen Hyper-V-Plattform vorbeigeht. Diese ganze QoS-Geschichte ist natürlich von der Funktion beschränkt. Lass mich ein bisschen spulen. Auf dem lokalen Subnetz können Sie es machen, auf dem Switch. Es ist aber selten erforderlich, weil Sie mit Bandbreite wie Gigabit ziemlich viel erschlagen. Also suchen Sie sich mal eher die Bereiche, wo es sich lohnt, was anzustellen. Und das sind im Prinzip Bahnstrecken. Das heißt, im lokalen Standort tut sich wenig. Auf Hyper-V-Switches oder auf Hyper-V-Maschinen ist es wichtig. Es sei denn, Sie haben irgendwo einen Lynx-Server, auf dem 20, 30, 100 Leute sind. Das ist nicht wichtig. Aber wenn Sie eine Umgebung haben, wo Sie irgendwo ja, über die 1000 weggehen und die Leute intensiv Konferenzen machen, dann werden Sie ohne QoS nicht happy. Und wir haben Projekte bei Kunden gehabt, die von der virtuellen Hyper-V-Plattform für Lync wieder runter sind auf Physik, weil auch hier wieder der Lync-Admin sich mit dem Hyper-V-Admin nicht einigen konnte, wer jetzt die Schuld war. Das sind also die Konflikte, die es da entsprechend gibt. Call-Admission-Control ist das Gegenstück bei Lync. Na, wo bleibt's? Weil QoS garantiert Ihnen eine Bandbreite, aber es schützt nicht davor, dass Sie trotzdem mehr drauf schicken, als Sie bekommen haben. Das heißt, die Applikation wie Lync muss das steuern. Und hier läuft es dann so, dass der Client ein Paket über zum nächsten schickt und der Angerufene, der sammelt seine Kandidaten noch und damit fragt er dann den Lync-Server. Das heißt, nicht der Anrufer bekommt das, die Info dann. Paket passt nicht mehr durch, sondern der Angerufene, der weiß meine IP-Adressen, die der Gegenseite, liefert beide beim Lync-Server ab oder die ganze Gruppe und der Lync-Server streicht raus, was nicht erlaubt ist und mit dem Rest kann er versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Und wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht.
Ich gehe davon aus, Sie überwachen alle Ihr Netz. Und vermutlich werden Ihnen solche Bilder bekannt vorkommen. Oder? PRTG, MRTG, CACTI, NAGLOS, alles das Gleiche. Diese Bilder sind für LYNC oder für VoIP im Generellen untauglich. Untauglich deshalb, weil diese Programme alle 5 Minuten den Router fragen, per SNMP, wie viele Pakete, wie viele Kilobyte hast du denn gesendet, und darüber einen Mittelwert bilden. Das heißt, ein System, wie ich es hier aufgemalt habe, quasi 1 Minute 100% Auslastung, 4 Minuten keine Auslastung, wird auf diesen Grafiken mit 20% Auslastung signalisiert. Damit können Sie VoIP nicht überwachen. Besser ist es nämlich, dass Sie irgendwie entweder eine Grundlast drauflegen oder dass Ihr Router Ihnen Bescheid sagt, ich verwerfe gerade Pakete wegen Überlast. Es gibt synthetische Auswertungen. Das ist zum Beispiel eine, die bei mir zu Hause läuft, gegen Netatwork. Das ist eine QoS-Probe. Hier unten sind die Minuten, wie man das ja sieht. Das heißt, die hier im Minutentakt 1000 Pakete schickt. Das heißt, ich habe eine permanente Überwachung. Das ist zwar immer nur der Messwert von dieser einen Messung, aber die Messung überstreckt sich über 59 Sekunden. Mit einer kleinen Grundlast. Das sind nicht 100 Kilobit, mir reichen ja 10 Kilobit. Ich will ja nur wissen, ob mehr als 1% der Pakete verworfen werden. Solche Messungen sind auch wichtig am Anfang, bevor sie anfangen, LYNC auszurollen. Speziell, wenn sie schon VoIP auf der Leitung haben. Man verdrängt eine Zeit lang, fängt man an zu verdrängen, aber irgendwann hat man die doppelte Last eine gewisse Zeit. Wenn jemand NetFlow oder S-Flow oder sowas einsetzt, auch hier gibt es solche Möglichkeiten, das auszusammeln. Aber auch diese müssen natürlich dann entsprechend genau aufgefasst werden. Zuletzt gibt es noch den LYNC Monitoring Server. Wenn jemand LYNC mit Telefonie installiert, bitte installieren Sie den Monitoring Server. Ich weiß, es ist ein extra SQL Server, den Sie kaufen müssen oder installieren müssen, weil SQL Reporting drauf läuft. Aber der LYNC Monitoring Server ist eine geniale Plattform, bei der Sie sehr genau sehen, welche Calls fehlgeschlagen sind. Der einzige Nachteil: Sie sehen das Problem nur, wenn der Call schon passiert ist. Also Sie können es nicht machen, bevor Sie LYNC einführen. Und Sie können auch nicht Zeiten überwachen, wo nicht telefoniert wird. Sondern Sie sehen im Prinzip bloß, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Jetzt wissen wir, wo es liegt. Aber Sie bekommen hier durchaus sehr ausschlussreiche Informationen, die Sie damit anstellen können. Das alles ist die Vorarbeit zugrunde, ob Ihr Netzwerk entsprechend für VoIP ready ist. Dafür gibt es ganze Kurse bei Microsoft und ganze Tage. Wichtig an der Stelle, das habe ich aber hier nur noch als Folie für Sie zum Abschluss, versuchen Sie zu ermitteln, wie viele Telefonate, Gespräche im Moment über die Leitungen laufen oder was geplant ist. Und das ist ganz schön schwierig. Wenn Sie heute an eine analoge Telefonanlage gehen und sagen, kannst du mal sagen, wie viele Konferenzminuten ihr pro Tag habt, dann streichen viele schon die Segel. Das klappt nicht. Und was Sie ganz schlecht abschätzen können, das ist so wie vor 15 Jahren die Exchange-Einführung, inwieweit die Leute das intensiver nutzen. Also wir haben durchschnittlich Steigerungsraten von Faktor 6 bei Audiokonferenzen. Also wenn Sie heute sagen, ich habe ein Tischtelefon mit einer klassischen TK-Anlage, wer von Ihnen weiß, wie ad hoc eine Dreier-, Vierer-Konferenz auf dem Tischtelefon einrichtet? Meldet sich keiner. Interessant. Bei LYNC ist es einfach ein Reinziehen. Das heißt, erwarten Sie das Unerwartete, wollte ich da im Prinzip schon sagen. Das muss auch jedem bekannt sein und bewusst sein, dass das entsprechend läuft. Was wir jetzt alles nicht besprechen konnten, ich bin jetzt 3 Minuten drüber, ist alles, was es noch um VoIP-Themen gibt, aber ich muss nämlich beschränken, weil wir nur eine Stunde haben. Das heißt, Themen wie Weiterleitung, Media Bypass, wie macht man Fax in der VoIP-Umgebung, ein ganz heißes Thema, was macht man Türsprechanlagen, wie macht man Gesprächsaufzeichnungen, alles, was da noch dazu kommt. Eine Stunde ist einfach sehr kurz. Dankeschön. Aber Fragen sind natürlich erlaubt. Es war jetzt keine Demo dabei, weil das kann man schlecht als Demo zeigen und dann wird man noch gar nicht so weit gekommen. Gab es Fragen, Anregungen? Ansonsten, ich stehe draußen am Stand von Benedikt Wirk gleich noch. Dann können wir das auch im persönlichen Gespräch klären, um auf den Feedbackbogen von vorhin zurückzukommen. Dankeschön.